hat sich selber ein Bierbike gebaut. Dort haben wir gestern eingeweiht. Das Fass haben wir unter die Sitze verstaut und geschmückt mit nem Birkenzweig. Das Bier alkoholfrei, die Snacks voll vegan, Kohlrabi und Sojafrikadellen. So sind wir raus Richtung Pankow gefahren, 7 lustige Gesellen. Am Herrentag, am Herrentag, da feiern wir die Männer und das Leben. Am Herrentag benehmen wir uns mal nicht daneben. Schon an der Vineta sahen wir eine schöne Frau und Matze war sofort verliebt. Er flüsterte nur, Jungs, die da drüben find ich schau, dann haben wir respektvoll weggekiekt. Denn wir dachten uns, keiner findet's originell, von 7 Fremden an ihr Start zu wehren. Sätze wie schöne Haare, Mademoiselle, kann die sicherlich entbehren. Am Herrentag, am Herrentag, da feiern wir die Männer und die Blim. Am Herrentag, benehmen wir uns mal nicht daneben. Auf der Pasewalka, da hat Basti formuliert, er wär sauer und empört. 100 Tage schon wär Dennis Yücel inhaftiert, dass sich sowas einfach nicht gehört. Ralf meinte, ihm wäre Yücel unsympathisch, aber dass ihn sowas trotzdem trifft. Wenn ein Mensch in Einzelhaft so zermürbt wird systematisch, nicht mal mit Anklageschrift. Für nen Schweigemoment fuhren wir für Roger Moore kurz vor Buch nochmal rechts ran. Für uns alle war er zwar der zweitbeliebteste Bond nur, aber dennoch ein sehr feiner Mann. Am Herrentag, da feiern wir die Männer und das Leben. Am Herrentag, benehmen wir uns mal nicht daneben. Um 6:30, da war ich wieder daheim, hab die Kinder noch ins Bett gebracht. Meine Frau rief von der Couch bei einer schönen Flasche Wein: Alles Gute zum Herrentag.